Hallo, ihr Lieben. Das wird ein emanzipatorischer Vortrag im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Emanzipation. Und er ist stellenweise auch etwas feminismuskritisch, was ich schon jetzt als Mann tausendfach zu entschuldigen bitte. Weil was mir fehlt, also die Kritik kommt gleich zu Anfang, ist oft die Perspektive, dass vergessen wird, dass die meisten Menschen, die als Männer in der Gegend rumlaufen, ja, als Kind, die allermeisten als Kind Teil einer Mutter-Kind-Dyade waren und in diesem, wie soll man sagen, kann man sagen, Dasein oder So-Sein, meistens mit ihrer Mutter sympathisiert haben, mitgefühlt haben, weil sie eben auch ganz eng an ihr dran waren, an ihrem Gefühlsleben und das auch für sie, für uns alle, ja, Mädchen wie Jungen, Folgen hatte. Und wir dann auch erlebt haben, wie die Welt, wie auch zum Beispiel unser Vater oder andere Männer mit unserer eigenen Mutter umgegangen sind. Und das ist ja sehr spannend, was dann passiert auf dem Weg zum Mann, bis man dann so ein erwachsenes männliches Wesen ist, was durch die Gegend läuft, was da zwischenzeitlich passiert. Und insofern ist das ja durchaus auch erklärungsbedürftig, was da passiert. Und da kann man jetzt viel zu erzählen. Ich lasse das jetzt ganz viel raus, weil es gibt mehrere Faktoren, die da ganz zentral eine Rolle spielen. Ich versuche es mal von der positiven Seite zu fassen. Was kann man denn heute als erwachsener Mann machen, wenn man zum Beispiel, das ist der Auslöser eigentlich, dieser komische Spiegelartikel über die Bevölkerungsexplosion, die ausbleibt, und dann gibt es so eine schöne Zwischenüberschrift, die heißt, je besser es Frauen geht, desto besser geht es der Gesellschaft. Also ich stehe voll hinter diesem Satz, halte da sehr viel davon, ich halte auch sehr viel von diesem idiotischen Satz, Happy Wife, Happy Life. Also in meiner persönlichen Beziehung versuche ich das mit meinen begrenzten Mitteln zu praktizieren, weil das a psychologische Studien immer wieder sagen und weil das auch meine bisherige Lebenserfahrung sagt. Ich habe schon diverse, wie soll man sagen, ernsthafte Beziehungen in den Sand gesetzt, darunter eine Ehe. Kann also auf einen wie soll man sagen, Erfahrungspool zurückgreifen. Und was kann man denn als erwachsener Mann machen, wenn man den Satz, je besser es, also als, sagen wir mal, als erwachsener Mann, der auf Frauen steht, so gesehen, wenn man der Meinung ist, je besser es Frauen geht, desto besser geht es der Gesellschaft. Und was man ja zum Beispiel, also ich habe ja zufällig einen Sohn, was ja der Fall ist, ist, dass das eigene Kind, also der eigene Sohn, ja mitkriegt, wie man die Mutter oder seine Partnerin oder wie auch immer das dann ist, behandelt. Es gibt übrigens auch, habe ich noch vergessen vorhin, eine große Ausnahme. Es gibt sehr wenige Männer, die rein von Männern großgezogen wurden. Mir sind schon ein paar begegnet in meinem kurzen Leben. Also wo die Mutter aus verschiedenen Gründen nicht da war und dann praktisch ein alleinerziehender Vater da war. Wobei man sich das auch näher angucken muss, wie alleinerziehend der dann wirklich war. Also wie viele Frauen waren dann doch in Erziehungsaufgaben gebunden und haben dann diesen Mann, wenn man das so sagen will, entlastet. Also war der wirklich Haupterziehungsperson oder war das nur formal so, wie das halt oft so ist? Aber mir kam es so vor, bin schon Männern begegnet, die von allein von Männern großgezogen worden sind und das ist sehr interessant, wenn man dem begegnet. Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. Das waren sehr interessante Menschen. Aber die allermeisten von uns sind eben aufgewachsen in der engen Dyade, in der engen Bindung, in der engen, kann man fast nennen, Symbiose. Wenn man es härter sagen will, muss man sagen, parasitär. Als Kind ist man ja parasitär. Wenn man einen sachlichen Parasitenbegriff hat, kann man ganz klar sagen, ganz nüchtern und moralfrei, dass Kinder parasitäres Leben sind, weil sie eben abhängig sind und sich nicht selbst erhalten können. Und das ist eben typisch für Parasiten. Und jo, wenn man jetzt wirklich emanzipatorische Fortschritte anschieben will als Mann, kann man halt eine Sache ganz klar machen und es ist schon ziemlich viel drumherum geredet von mir, auch dafür tausendfach Entschuldigung. Man kann einfach seine Frau gut behandeln, respektvoll behandeln, liebevoll, aufmerksam behandeln und das eigene Kind kriegt das ja mit. Und in der Konstellation, was auch immer man über Lernen am Modell sagen, gegen Lernen am Modell sagen will, gibt es sicher Folgewirkungen davon. Also weniger, was erzählt man dem Kind, als wie behandelt man halt die Frauen in seiner Umgebung als Mann und was lernt das Kind dabei in Anschauung. Das gilt sicher auch, wenn man eine Tochter hat, dann in anderer Form, aber wenn man halt einen kleinen Sohn hat,
dann schaut er sich das halt schon sehr genau an, beziehungsweise es fließt dann halt mit der Muttermilch, mit der Vatermilch irgendwie in seine Verhaltensmuster ein und wird sicher Folgen haben für sein späteres Leben. Man kann aber noch eine zweite Sache machen, neben dem, dass man seine Partnerin respektvoll behandelt. Da könnte man auch jetzt noch länger darüber reden, was das denn genau heißt, respektvoll. Mal gucken, ob es noch zum Äußersten kommt und ich das mache. Aber eine Sache, die mir fast noch wirksamer erscheint, ist, man kann sein eigenes Kind respektvoll behandeln. Und das ist auch nicht so ganz ohne. Was heißt denn das, wenn man zufällig einen kleinen Sohn hat, den respektvoll zu behandeln? Ja? Also das Erste ist schon mal, ist man als Vater überhaupt präsent? Ist man da an wichtigen Stellen im Leben des eigenen Kindes? Und das entscheidet halt das eigene Kind, was wichtige Stellen sind. Das entscheidet man nicht selber, wenn bestimmte Dinge für meinen Sohn super wichtig sind. Also zum Beispiel hat er jetzt auf dem Weg hierher, wir waren gerade gemeinsam als Familie im Café, hat er also lang und breit über Habe Kerkeling, weil er das angeguckt hatte, mit meiner Frau zusammen einen Sketch nach dem anderen mir nacherzählt und irgendwann wurde es mir zu viel. Die Frage, wie respektvoll ich das gerade gemacht habe, es interessiert ihn halt und natürlich tut ihm halt väterliche Resonanz gut, wenn ich halt in Resonanz gehen kann. So. Oder andere Dinge, die ihn wahnsinnig beschäftigen. Also mein Sohn ist immer noch in der Pokémon-Phase und da gibt es halt Dinge und ich habe halt kaum Zugang zu dieser Welt, auch weil ich halt andere Sachen hatte in meiner Kindheit und gerade diese Pokémon-Geschichte nicht so mitgenommen habe, obwohl es die auch schon gab, als ich klein war. Zumindest in Teilen erinnere ich mich dunkel oder es ging dann irgendwann los. Aber ich war da nie so drin, wie mein Sohn drin ist. Und dann ist ja die Frage, ist das irgendwie wichtig, dass ich in seine Welt mit reingehe oder lasse ich ihm das auch auf jeden Fall adressierter? So viel kann ich sagen. Also er erzählt mir mit großer, großer Begeisterung davon. Vielleicht geht es auch um andere Dinge. Es geht auch um so Aushandeln von Grenzen. Also wie kommuniziere ich meine Grenzen? Wie respektiere ich seine Grenzen? Und ja, dieses mit Grenzen umgehen und wie managt man das, das hat sicher sehr viel mit Respekt zu tun. Und ich weiß nicht, wie ihr anderen Eltern da draußen das erlebt, aber ich habe es so erlebt, dass praktisch von Geburt an, also sobald dieses kleine Wesen da ist, ist ja ein ganzer Mensch da. Ja, also diese Illusion, das wäre dann so eine Blank Slate, das wäre sozusagen unbespielte Hardware ohne Software oder wie auch immer man, was für komische Bilder man das fassen will. Also als wäre das so ein leeres Gefäß, das habe ich nicht so erlebt. Ich habe unseren Sohn von Geburt an als eine ganze vollständige Persönlichkeit erlebt. Natürlich eine Persönlichkeit in Aufbau oder sagen wir in Veränderung mit sehr, sehr unterschiedlichen Phasen. Das geht am Anfang dann wahnsinnig schnell, bevor sich dann das Entwicklungstempo dann teilweise verlangsamt. Aber dann gibt es auch immer wieder Schübe. Also ich erlebe da halt einen von mir unabhängigen, von Anfang an unabhängige Persönlichkeit, die ich halt würdigen kann in ihrem So-Sein oder halt nicht. Und das, glaube ich, macht schon einen großen, großen Unterschied, ob jetzt kleine Söhne von ihren erwachsenen Vätern oder sagen wir, erwachsenes Erziehungspersonal, wer auch immer das dann ist, Erzieher, Onkel, Brüder, als Persönlichkeiten wahrgenommen werden. Und das heißt ja nicht, dass man alles gut findet oder jeden Scheiß mitmacht, sondern das heißt halt, dass man es überhaupt wahrnimmt, dass da eine Persönlichkeit ist. Und das natürlich nicht anders mit Mädchen auch. Ne? Also das ist kein Unterschied. Nur weil ich halt jetzt gerade zufällig auf die männliche Seite des Lebens gefallen bin, beschäftigt es mich halt eher von der männlichen Seite her, also aus purem Egozentrismus, aus purem Narzissmus oder aus purem Pragmatismus im Sinne von, weil ich mich natürlich als Mann frage, was kann ich machen, wenn ich eine emanzipatorischere Welt haben will? Das kann ich mich halt schlecht als Frau fragen, weil ich keine bin. So. Ich kann mich aber fragen, was das halt für andere heißt. Das kann ich mich durchaus fragen. Man kann sich ja durchaus auch in Menschen hineinversetzen, ein Stück weit, ein ganzes Stück weit, die Erfahrungen gemacht haben, die man nie gemacht hat, die man nie machen wird, die man gar nicht machen kann. Trotzdem aufgrund grundlegender Gemeinsamkeiten zwischen uns Menschen kann ich ja doch auf einer gewissen Ebene schon mich einfühlen. Ja, das ist, da geht sowohl was in Sachen kognitiver Empathie als auch in Sachen emotionaler Empathie. Da geht mehr, als wir meistens halt machen. So, also haben wir halt da so Geschichten, die wir tun können, durchaus. Dann können wir noch zum ganz interessanten Punkt kommen, wie respektvoll wir uns eigentlich selbst behandeln als Männer, als erwachsene Männer. Und das mag so ein bisschen obsolet daherkommen, als würden wir das die ganze Zeit schon tun. Ich erlebe das aber anders. Ich erlebe es nicht so, dass wir mit uns selbst und dass wir mit unseren lieben Mitmännern sonderlich respektvoll umgehen im Alltag. Tun wir nicht. In meiner Welt ist das nicht so.
Und auch das schauen sich natürlich unsere Kinder sehr, sehr genau an, weil sie daran lernen, was es heißt, ein Mann zu sein und wie halt ein Mann so ist. Also wenn unsere Kinder zufällig später, egal ob sie jetzt selber männlich oder weiblich sind oder was auch immer, bevorzugt auf Männer stehen, dann wird es so sein, dass es halt ihr Bild von ihrem zukünftigen Partner prägt, wie wir drauf sind. Sollten sie jetzt zufällig auf Frauen stehen, wird höchstwahrscheinlich ihr eigenes Verhalten geprägt werden davon, wie wir halt da so unterwegs sind. Ja, je nachdem, ob sie sich halt mit uns identifizieren oder gegen identifizieren. Und in jedem Fall hat das halt eine große, große, große Folge für ihr Leben, wie glücklich oder unglücklich wir aufs Leben gehen, wie gut wir uns selbst behandeln, wie gut wir andere Menschen behandeln. Das schauen sich halt unsere Kinder ganz genau an. Beziehungsweise sich ganz genau anschauen, ist vielleicht noch viel zu wenig gesagt. Es prägt sie auf eine extrem fundamentale Weise. Man kann sich davon ein Stück weit lösen, man kann sich weiterentwickeln, man kann sich auch noch weitere Vorbilder suchen. Das geht ein ganzes Leben lang weiter, wenn man das will. Das hört nie auf. Aber es gibt halt schon so ein paar Grunddinge, von denen kann man ausgehen. Wenn ich ganz persönlich über mich rede, also ich habe wahnsinnig viel Gewalt erlebt zwischen meinen Eltern, gerade als ich ganz klein war. Das hat bei mir dazu geführt, also ich habe mich dann tendenziell eher mit meiner Mutter identifiziert tatsächlich und das ist teilweise nicht so positiv, wie man das vielleicht meinen könnte. Das hat hochproblematische Seiten für mich als Mann. Nichtsdestotrotz hat es halt auch mein Verhältnis zu Gewalt extrem geprägt. Ja? Und ich halte das nicht ganz so für sowas Besonderes oder Ungewöhnliches, sondern ich glaube halt, dass das am Anfang bei den allermeisten kleinen Jungs so ist, dass sie sich eher auf Seite der Mutter sehen, bevor halt dann weitere Sozialisationsprozesse passieren. Ja, also sobald kommt dann Alter, wo dann eher die Identifikation Richtung rüber wandert, Richtung Vater in den meisten Fällen, nicht in allen Fällen. Und auch eine Entidentifikation und so ein Wegschubsen des Weiblichen oder der Mutter passiert auf eine bestimmte Weise oder auf sehr unterschiedliche Weisen bei unterschiedlichen Menschen. Grundsätzlich ist aber immer natürlich nur die Frage, wie gut gehen Menschen denn miteinander um, wie respektvoll, wie empathisch, wie rücksichtsvoll und wie hoch ist halt das Beziehungsniveau. Das ist die eigentliche entscheidende Frage. Und wenn man jetzt selber ein nicht ganz so optimales Beziehungsniveau in seiner eigenen Kindheit mitgenommen hat, und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht auch kein seltener Fall ist, sondern eher der verbreitetere Fall, ist natürlich die Frage, wie kommt man dahin, dass man selber sich sag ich mal, ein mini kleines Stück besser verhält als erwachsener Mann, als man das vielleicht von seinem eigenen Vater erlebt hat. Ja, oder von Männern allgemein, als man ein kleines Kind war. Von seinen älteren Brüdern zum Beispiel, von Lehrern, von Erziehern, von Onkeln und so weiter, von Nachbarn. Wer da halt alles so rumgesprungen ist. Und meistens sind ja Kinder ganz schlau, die klauben sich das so zusammen. Da sagen halt manche Männertherapeuten, dass da Mädchen deswegen im Schnitt eine höhere Chance haben, sag ich mal, halbwegs unbeschadet durch die Kindheit zu kommen, weil einfach mehr in also der unmittelbaren Umgebung von Kindern mehr Frauen durch die Gegend springen als Männer. Und das heißt, auch wenn zum Beispiel die eigene Mutter zwar ein paar schwere Schlagseiten, Schattenseiten, seelische Narben hat und Antworten in ihren Verhaltensweisen auf diese seelischen Narben, die hochproblematisch sind für einen als Kind, hat man halt als kleines Mädchen ein paar ganz gute Chancen, dass da ein paar andere Frauen in der Gegend rumhüpfen, die halt diese Schlagseiten nicht haben. Und das kompensiert dann doch einiges. Wenn du dagegen halt ein Junge bist, es ist halt so, dass so wie wir die Gesellschaft gebaut haben, die Chance, dass wenn dein Vater einen schweren Hau hat, dass da viele Männer rumspringen in deiner Umgebung als Kind, die das kompensieren, ist nicht ganz so groß. Später wird es dann anders, ne? Also spätestens wenn wir dann in die weiterführenden Schulen kommen oder allerspätestens, wenn wir dann in die Ausbildung gehen oder ins Studium gehen, ins Berufsleben gehen, ist es anders. Aber da sind halt die prägenden Jahre schon gelaufen. Ja, man kann immer noch ganz viel ändern, aber trotzdem haben da Prägungen stattgefunden. Und wenn wir das anders haben wollen, können wir auch einfach uns fragen, wie erhöhen wir denn die Anwesenheit von Männern in der Umgebung von Kindern? Und das führt dann zu sehr, sehr weitführenden Fragen. Das hat nämlich dann Folgen dafür, wie wir überhaupt die Gesellschaft organisieren, wie wir das Berufsleben organisieren, wie wir Politik organisieren, wie wir uns in der Politik organisieren, um unsere anderen gesellschaftlichen Institutionen mit Hilfe von Politik anzupassen. Das hat also alles sehr, sehr weitreichende Folgen. Jo. Punkt. Tja, also spannende Fragen.
Also Männer, die wirklich versuchen, sich selbst zu emanzipieren oder den emanzipatorischen Fortschritt, sag ich mal, die nächsten kleinen Trippelschritte oder 7 Meilen-Stiefelschritte zu machen, sind auf mehrere Ebenen verwiesen. Also das hat dann damit zu tun, wie führe ich mein Berufsleben, wofür setze ich mich politisch ein. Aber es hat natürlich vor allem Folgen für unseren Nahbereich. Also wie gehe ich mit mir selber um, wie gehe ich mit meinen männlichen Freunden um, wie gehe ich mit meinen weiblichen Freunden um, wie gehe ich mit meinen männlichen Verwandten um, wie mit meinen weiblichen Verwandten um, wie gehe ich mit meiner Partnerin um, wenn ich eben eine Partnerin habe, oder wie gehe ich mit meinen Kindern um, männlich, weiblich oder was auch immer. Ja, also so, das hat alles Folgen, weil wir halt prägend sind. Also ich glaube ja, dass viele Männer viel, viel sozialer sind, als sie uns erscheinen und auch sehr viel auf eine fast verzweifelte Weise sozial kompetenter als sie scheinen. Ich glaube zum Beispiel, dass der Rückzug vieler Männer aus ihren Familien, den wir erleben, und ihre Nichtpräsenz eigentlich ein Akt der Verschonung ist. Also die Männer schätzen sich selbst sozial inkompetenter ein, als sie sind, beziehungsinkompetenter ein, als sie selber sind, und ziehen sich von ihren Familien zurück als Akt der Verschonung. Im Sinne von, das Beste, was ich für euch tun kann, ist nicht da zu sein. Das wird auch selten gesehen. Also ich arbeite in meiner beruflichen Arbeit so ziemlich zur Hälfte mit Männern, mit Frauen, habe da recht unmittelbare Einblicke. Viele erzählen mir auch viel, A, von ihren Prägungen und A, von dem, wie sie ihr Leben führen, von ihrem Mindset. Da kommt sehr viel rüber. Und ich erlebe reihenweise hochsoziale Männer, auch aufopferungsbereite Männer, hoch aufopferungsbereit, also im problematischen Bereich. Also aufopferungsbereit, bereit, der Held zu sein in irgendeiner Hinsicht, in irgendeiner komischen Hinsicht, die also in Richtung selbstschädigendes Verhalten geht. Im Sinne von Hauptsache, dit ist irgendwie gut, ja, meine Karriere und was ich dann verdiene für die Familie oder dass wir dieses Haus haben oder eben auch andere oder ich opfere mich da total auf in der Familie oder anderen Dingen, aber frag gar nicht mehr danach, wie es mir denn dabei geht. Das erlebe ich bei Männern ganz, ganz drastisch und als sehr verbreitetes Phänomen. Und genauso erlebe ich ganz verbreitete Aufopferungskisten bei Frauen in sehr vielen Formen. Die sind aber zumindest in meiner Welt offenbarer. Also sozusagen diese Formen, das kennen wir alles als Bilder, als Klischeebilder aus Filmen, aus Büchern, aus so. Also diese weibliche Aufopferungstum, das macht es nicht besser, macht es nicht schlechter. Das ist, wie es ist und ist hochproblematisch. Nur erlebe ich praktisch so, dass die männliche Aufopferungskiste, die gleichzeitig auch läuft, parallel dazu, kommt mir so vor, vielleicht sind es auch nur meine Schablonen, ist etwas versteckter. Und wir haben also Bilder von Männern im Kopf, wie die in der Realität überhaupt gar nicht sind. Macht die Männer nicht besser, als sie sind, macht sie bloß anders. Und das gibt aber uns so ein bisschen ein paar, wie soll man sagen, ein paar Hebel oder ein paar Anknüpfungspunkte, wo wir mal hinschauen können, wenn wir sowas wie männliche Emanzipation nicht für einen völligen Quarkbegriff halten. Und kurz gesagt, ich tue das nicht. Ich glaube, dass männliche Emanzipation hochgradig dran ist, dass wir da also sozusagen nachziehen. Die Vera F. Birkenbiel hat das so schön gesagt, mal, die Frauen sind jetzt seit 200 Jahren dran, die Männer haben vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren maximal angefangen. Auch wenn es so ist, dass die Nachzügler sind und die immer diese Entwicklung später machen, dass die zweite Entwicklung etwas schneller abläuft als die erste, sind wir halt trotzdem als Männer noch hinten dran. Und zentral ist halt immer die Frage, wie geht's uns? Und das ist für viele Männer die schwierigste aller Fragen. Also das merkt man auch immer wieder, wenn man mit Männern arbeitet und eigentlich an ihrem Wohlergehen arbeitet, dass es gut für sie weitergeht in ihrem Leben. Wie schwierig diese Fragen für viele Männer sind, weil das sind Fragen, die sich selber gar nicht, die wurden sie gar nicht gefragt. Es ging immer um anderes, es ging nicht um Wohlergehen, es ging nie um menschliches Wohlergehen, es ging immer um 10.000 andere Dinge, von die man sich erwartet hat, abstrakt, dass sie irgendwie menschliches Wohlergehen auf irgendeine magische Weise herbeiführen sollen. Aber es ging nie unmittelbar und direkt im Leben der vieler, nicht der meisten, aber vieler Männer ums Wohlergehen. Deswegen sind das Fragen, die können die gar nicht aus dem Stand beantworten. Das ist eine totale Überforderung von vielen Männern. Zu erwarten, dass sie sagen können, wie geht's dir? Oder was brauchst du gerade? Weil das so fremde Fragen sind, dass die kommen für die viele Männer from outer space. Und wenn du so aufgestellt bist, dann geh mal mit der Forderung, du sollst mit dir selber und mit deinen Mitmenschen gut umgehen, geh mal mit dieser Forderung gut um. Das ist eine komplette Überforderung.
Also die Frage ist ein Stück weit auch, wie Männer sich heute selbst oder mit Hilfe von anderen selber dahin führen können, mit sich selbst und ihrer menschlichen und nichtmenschlichen Umwelt gut umzugehen. Weil die meisten von uns haben das nicht gelernt von Kindheit an. Es wurde uns eher aberzogen. Also wir konnten das mal und waren mal drauf angelegt als Kinder. Da waren wir aber sehr kleine Kinder. Das konnten wir mal und danach wurde uns das systematisch abtrainiert. Ja, und das ist ja ein bisschen affig, im Nachhinein nach einem Hardcore wegtrainieren, anzukommen und zu sagen, und jetzt sollt ihr das können. Wie so auf so einen Lichtschalterdruck so. Jetzt schaltet man das ein und dann läuft das. Das ist schon ein bisschen arg naiv, weil so funktionieren Menschen nicht, so funktionieren nicht mal Männer. Ne? Also hart gesagt brauchen Männer sehr, sehr, sehr viel Liebe, aber auf, in einer Form, wie sie sie halt selten nur bekommen, wo man aber auch manchmal fragen kann, das kommt jetzt so eher aus der Männerbewegungsecke und ich bin da immer ein bisschen skeptisch, aber man kann es mal fragen, ob wirklich Frauen Männern diese Liebe geben können, die sie viele Männer brauchen oder ob das nicht eine, auch eine Sache ist, die wir Männer unter uns ausmachen müssen. Also hart gesagt brauchen viele klassische Männer, so Mann-Männer, traditional geprägte Männer, zu denen gehöre ich auch, brauchen viel männliche Liebe, zwischenmännliche Liebe. Und da reden wir jetzt nicht über homosexuelle Erfahrungen, das kann es geben, muss es geben, aber das ist jetzt gerade nicht mein Thema hier, sondern ich meine tatsächlich Empathie. Ja, in all ihren Schattierungen, weil Empathie kann sehr, sehr viele verschiedene Formen annehmen. Und oft brauchen gerade Männer die in einer Form, die so ein bisschen ungewöhnlich ist und keine große Öffentlichkeit und keine große Lobby hat. Also Empathie zwischen Männern sieht anders aus, als wir uns Empathie vorstellen. Genauso wie zum Beispiel männliche Depression anders aussieht, als man sich eine Depression vorstellt in den allermeisten Fällen. Nicht in allen, aber in vielen. Ja, das männliche Innenleben, die männliche Psyche, das unentdeckte Land, der unentdeckte Kosmos. Ja, ja, ja. Im Kern geht es mir bei all dem immer noch um die Frage, wie wir Männer dazu beitragen können, dass es Frauen gut geht. Und das ist die Frage, wie emanzipatorisch ist das? Weil eigentlich könnte man auch fragen, wie kann man dafür sorgen, dass es Männern gut geht? Wie kann man dafür sorgen, dass es doch eine gesellschaftlich relevantere Frage wird, als es sie derzeit aus guten Gründen ist, wie es Männern eigentlich geht? Weil derzeit, also diese Happy Wife, Happy Life Geschichte, die hat halt einen Background. Also die ist nicht einfach so, auch das ist schon gesellschaftliche Folge, dass in den meisten Partnerschaften die Prognosekraft, ob es eine erfüllende, gute Beziehung ist, wie es der Frau geht, dass das die höhere Prognosekraft hat, ist schon eine Folge davon, wie wir das ganze Geschlechterspiel halt miteinander spielen, von Anfang an, also von Geburt an, wie mit all diesen Prägungen, die da passieren. Weil ich auch da nicht glaube, dass das so sein muss. Also in einer wirklich emanzipierten Gesellschaft wäre es so, dass sowohl Wohlergehen der Frauen als auch das Wohlergehen der Männer ziemlich gleichbedeutend wäre für das Wohlergehen der Gesamtgesellschaft. Das ist faktisch derzeit nicht so. Also dieser Satz, wenn es den Frauen gut geht, geht es der Gesellschaft nicht gut, besteht aus guten Gründen. Unter anderem deswegen zum Beispiel, weil halt die ganze Kinderkiste und die ganze Care-Kiste, wer kümmert sich um die kleinen Kinder, wer kümmert sich um die Alten, wer kümmert sich um die Kranken, wer kümmert sich um behinderte Menschen, wer kümmert sich um verletzte Menschen, wer kümmert sich um Menschen, wenn die am Boden liegen, zum überwiegenden Teil auf den Schultern von Frauen lastet. Und also alles, was man jetzt im weitesten Sinne Care-Arbeit nennen kann, machen Frauen in unserer Gesellschaft. Und das ist der Grund, warum es so wahnsinnig wichtig ist, dass es den Frauen gut geht. Weil man immer eben die Frage stellen kann, nicht wer aber bewacht den Wächter, noch viel wichtiger ist die Frage, wer aber kümmert sich um die Kümmerer. Und ja, wenn das aber anders wäre, wenn Care-Arbeiten gleicher verteilt wären zwischen den Geschlechtern, würde es wahrscheinlich auch relevanter werden, die Frage, wie geht es eigentlich den Männern? Nicht, wie stehen die da, statustechnisch? Sind es die Helden? Ja, vollbringen die große Taten, die noch erinnert werden nach Jahrtausenden, über die man in homerischen Epen Lieder singt, die über die Jahrtausende weiter tradiert werden und die Männer machen sich durch diese unglaublichen Heldentaten unsterblich, indem sie zum Beispiel die Mars-Raumfahrt perfektionieren und den Mars besiedeln oder andere unerhörte Dinge tun. Ja? Also klassisches Mannzeug. Das ist, kann man alles weiterhin haben und weiterhin machen, ist aber halt einfach für die Gesellschaft nur bedingt relevant. Ist hart, ja, also kann man auch in Zweifel ziehen, aber für so das Tagesgeschäft
Es ist eher wichtig, wer wechselt eigentlich die Windel, wenn die Windel vollgeschissen ist. Das ist die wichtigere Frage. Und vor allem, mit welchen Gefühlen macht das jemand? Und wie geht er dabei mit dem Kind um, während er das tut? Und welches Gefühl gibt er dabei dem Kind, ob das jetzt in Ordnung oder nicht in Ordnung war, dass das Kind halt scheißen muss und dann das Ganze stinkt, das Zeug. Das ist in einem gewissen Alter das durchaus Wichtigere und das ist halt durchaus prägend, das hat Folgen, das kann man sehen bei Menschen, auch noch wenn die erwachsen sind. Wie ist denn die Sauberkeitserziehung abgelaufen, die sogenannte? Ja, wie wurde denn da mit diesem ganzen Thema umgegangen? Das prägt das Leben von Menschen ein ganzes Leben lang. Das ist nicht zu viel gesagt. Nur einen von vielen Punkten, das ist nicht der einzige. Ja. Oder wie wird mit Menschen umgegangen, wenn sie sich verletzt haben oder wenn sie frustrierende Erfahrungen gemacht haben, wenn sie ganz kleine Wesen sind? Oder wie wird mit ihrem Spielbedürfnis, mit ihrem Spaßbedürfnis oder auch mit dem Bedürfnis, sich mitzuteilen und über Dinge, die sie begeistern, zu reden, wie wird damit umgegangen? Also ich mache da immer einen ganz grässlichen Job, wie man vielleicht gehört hat. Das geht besser. Ich gebe mir auch große Mühe, aber da stoße ich immer wieder bei mir an Grenzen. Ja, das hat halt Folgen leider für meinen Sohn. Ja, der kriegt da ein paar ganz schreckliche Schlagseiten mit, die wünsche ich ihm nicht, aber wenn ich das halt anders wünsche, muss ich es anders machen. Das ist der einzige Weg. Und da mache ich einen so guten Job, wie ich den eben hinkriege. Ja, aber dass es da andere Väter gibt und auch andere Mütter gibt, die da einen deutlich besseren Job machen als ich, das kann ich ja trotzdem sehen. Ja, und hat halt alles Folgen. Ja, so viel zu meinem wirren Emanzipationsgerede, wo ich gar nicht weiß, ob man das überhaupt als Emanzipationsgerede durchgehen lässt. Ich wünsche mir tatsächlich eine Welt, in der diese Care-Arbeiten relativ gleich verteilt sind. Ich glaube, wir Männer haben da viel zu geben. Ich glaube, dass es durchaus teilweise anders ist, wie wir mit den Care-Aufgaben umgehen. Aber ich würde aber nicht sagen, dass es schlechter ist. Das ist bloß anders. Und ich glaube, dass es Folgen für uns selber hat, wie sehr wir in Care-Aufgaben gebunden sind. Also ich habe so ein ganz komisches Bild von meiner eigenen Rolle da, weil ich so widersprüchliche Signale bekommen habe aus meiner Umwelt. Also ich war einer dieser wickelnden Väter, habe das gemacht. Ich war auch in unserer Partnerschaft eher der, der nachts aufgestanden ist, wenn das Kind geschrien hat, weil meine Frau halt sehr viel Schlaf braucht. Da gibt es durchaus genetisch bedingt, sagen manche. Also da gibt es so ein Gen, das haben manche Menschen, andere nicht. Meine Frau hat es definitiv und ich wahrscheinlich nicht. Also konnte ich das besser stemmen, also habe ich es besser gestemmt. Es war einfach besser für alle. Und da habe ich sehr, sehr ambivalente Reaktionen bekommen. Also ich würde sagen, meine Frau macht trotzdem 90% der Care-Aufgaben in unserer Partnerschaft mit unserem Sohn. 90% der Arbeit ist bei meiner Frau. Das war am Anfang nicht ganz so. Ich weiß nicht, was meine Frau da erzählen würde, aber ich würde sagen, am Anfang war das anders und hat sich dann immer weiter rüber verschoben. Am Anfang war ich noch der Vorleseabendpapa, da war das bei mir. Trotzdem ich solche Dinge getan habe, die durchaus hier nicht jeder Vater tut, habe ich extrem widersprüchliche Signale aus meiner Umwelt bekommen. Die einen gingen in die Richtung, dass ich geschockt war, wie wenig andere Väter machen bei ihren Kindern. Ja, also das haben mir manche gespiegelt und haben mir gedacht, das ist ja komisch, bin ich jetzt schon top of the pops von der Emanzipation? Bin ich da ganz vorne mit dabei? Das war so die eine Kiste. Und die andere Kiste war ganz anders. Die andere Signale aus meiner Umwelt gingen eher in die Richtung, dass das völlig gewöhnlich ist und dass es da andere Männer gibt, die deutlich mehr machen, als ich gemacht habe. Also deutlich, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen dann will, emanzipierter sind, engagierter sind mit ihren Kindern, als ich das bin, die das auch auf eine andere Weise machen, als ich das gemacht habe. Und beides stimmt wahrscheinlich gleichzeitig, weil es halt solche und solche gibt. Und man sich da irgendwie einsortiert. Man ist immer natürlich mit der Frage unterwegs, was ist denn normal, was ist denn richtig? Ich glaube, da kommt man aber nicht so richtig weiter, wenn man sich an anderen an der Emanzipation oder in der Emanzipiertheit anderer orientiert. Weil ja immer die Frage ist, relativ zur eigenen Prägung, relativ zur eigenen Geschichte stellen sich ja die Fragen. Also, dass da andere ganz anders aufgestellt sind, kann einen vielleicht inspirieren. Das kann aber einen auch sehr unter Druck setzen und es kann auch sehr kontraproduktiv sein, weil man zum Beispiel das Gefühl hat, da werde ich ja nie hinkommen, wo der ist, dieser andere komische Mann, wie der mit seiner Frau umgeht, wie der mit seinen Kindern umgeht, wie der mit sich selber umgeht. Das ist nur teilweise produktiv. Produktiver ist natürlich immer der Vergleich mit sich selber. Was ist denn der nächste Entwicklungsschritt, den ich bei mir selber machen will? Was möchte ich gerne mal ausprobieren? Was möchte ich nicht mehr machen? Was möchte ich anders machen, als ich es zum Beispiel mit meinem Vater erlebt habe? Ja, in aller Liebe, bei allem Guten, was man vom eigenen Vater immer auch bekommen hat. Ja, also die Menschen, die gar nichts Gutes von ihren Vätern bekommen, die sind sehr, 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 sehr selten. Ja.
Weil bei allem Schlimmen, was Männer so tun und Männer so auch nicht tun, ja, also was schlimm ist, dass es Männer nicht tun, gibt es ganz wenige Männer, die wirklich nur Scheiße bauen. Die gibt es, aber die sind auch wieder verschwindend gering. Die meisten können sich bei ihrem Vater auch bedienen bei sehr, sehr guten Dingen. Da gibt es versteckte Formen von Empathie, die passiert sind. Da kann man auch nochmal zurückgehen in seine Erinnerungen. Getreu dem Motto, es ist nie zu spät, eine gute Kindheit gehabt zu haben, also das also auch zu verklären oder sich gezielt auf die positiven Seiten zu fokussieren, weil halt man die negativen Seiten auch besser in der Vergangenheit lässt. Also man ohne die zu verleugnen oder zu verdrängen oder zu schön zu färben, kann man die durchaus anerkennen, aber dann kann man auch einen Schritt weitergehen und kann sagen, ja, das und das und das und das war scheiße in meiner verdammten Kindheit, das ist scheiße gelaufen, auch mit meinem Vater, aber das und das war gut und darauf fokussiere ich mich und das andere lasse ich in der Vergangenheit, das lasse ich meinem Vater haben. Ja? Also das, ich nehme das Erbe nur teilweise an und das geht. Man kann das Spreu von Weizen trennen, kann sagen, das war gut, das nehme ich mir und dass er mir gezeigt hat, keine Ahnung, wie man dieses Fahrrad repariert oder und dass wir da schöne gemeinsame Stunden hatten, das nehme ich mir oder diesen und jenen Ausflug und so und was wir da erlebt haben oder dieses oder jenes Männergespräch, das wir hatten, das war alles gut und der Rest, der interessiert irgendwann nicht mehr, weil den will ich ja anders machen. Wenn ich darauf rumreite, werde ich keinen Schritt weiterkommen, weil man auch in der Negation natürlich das Negierte immer mitnimmt, ja? Und sich darauf bezieht und es dadurch aktuell hält. Irgendwann will man das ja abstreifen und soll sagen, diesen Teil des Erbes, den ich von den Verhaltensmustern meiner Eltern bekommen habe, nehme ich mit. Und diesen anderen Teil, den lasse ich einfach in der Vergangenheit. Da sage ich danke, dass ihr das auf euch genommen habt. Danke, dass das so war. Aber ich muss das jetzt nicht weitermachen. Aber das und das und das Gute an eurem Verhalten, das nehme ich mit. Natürlich. Ja, das ist super für mich. Das nehme ich mit. Und dann werde ich noch andere Dinge kultivieren bei mir, mir andere Dinge von anderen Menschen abschauen oder sogar selber erfinden, selber entwickeln bei mir. Auch wenn das vielleicht noch kein anderer Mensch auf dem Planeten macht, mache es halt ich. Irgendwer ist immer in irgendwas der Erste. Das kann man alles tun in aller Liebe und aller Freundlichkeit und aller Selbstempathie und eben auch Empathie mit seinen Eltern, Empathie mit seinen Mitmenschen. Das geht. Das ist halt Arbeit. Ja. Ist Arbeit, aber es geht. Ist eine Arbeit, die meines Erachtens nie aufhört und die einer der vielen Aspekte ist, warum das menschliche Leben so spannend ist und auch immer spannend bleiben wird. Also bis zum Tod. Ja. Da bin ich ganz beim Frank Ferrelli, der sagt, solange der Körper noch warm ist, kann man Therapie machen. Finde ich eine sehr, sehr, überzeugende Haltung. Aber kann sich immer weiterentwickeln. Ja, noch kurz vorm Tod und wahrscheinlich auch gerade kurz vorm Tod kann man große Entwicklungsschritte machen. Man muss halt nicht unbedingt bis dahin warten. Man kann auch schon vorher anfangen, ein paar Dinge auszuprobieren und ein paar Dinge auch sein zu lassen, die man vielleicht mitbekommen hat. Also, Männeremanzipation. Da gibt es ganz viel zu tun. Da gibt es große Quick Wins, schnelle Fortschritte, die man machen kann, die ganz unglaubliche Effekte haben, wenn man sie halt anders macht, als man sie gestern noch gemacht hat. Und viel hat damit zu tun, dass man mit Menschen einfach anfängt, gut umzugehen. Mit sich selbst, mit seinen Lieben, mit vielleicht auch manchmal ferner stehenden Menschen, aber vor allem mit sich selbst und seinen Lieben zu lernen, ein Stück weit liebevoller, besser umzugehen. Ja, und das ist für viele Männer ein harter Weg, weil darauf halt nicht gerade bisher unser Fokus lag bei der Aufzucht von kleinen männlichen Wesen. Ja, also da wird bei kleinen Jungen nicht drauf geachtet, gehen die gut mit sich selber um und gehen die gut mit ihrer Umwelt um. Im Gegenteil, hart gesagt, bisher wurden wir zum genauen Gegenteil ermutigt. Und dann sollte es halt niemanden wundern, wenn dann so merkwürdige, komische Wesen am Ende rauskommen. Ja, also wenn man die Vorgeschichte sich anschaut, wenn man sich mal die klassische männliche Entwicklungspsychologie anschaut und was auf diesem Entwicklungsweg halt auch passiert, dann kann man halt leider nicht alles dem Y gehen zuordnen und man kann nicht alles dem Testosteron zuordnen. Da gibt es schon auch noch ein paar andere Dinge, die passieren. Und wenn man sich die genauer anschaut, wundert einen wenig, was da alles einem mit einem selber, was man mit sich selber erlebt und was man bei seinen lieben Mitmännern erlebt. Das ist dann nicht mehr groß merkwürdig, sondern absolut nachvollziehbar. Aber wie immer, wenn Dinge nachvollziehbar und verstehbar sind, heißt das noch lange nicht, dass sie gut sind. Oder dass man sie nicht ändern sollte oder könnte oder wollte. Ja, das heißt erstmal nur, dass man versteht, woher es kommt. Und das hilft einem meistens halt damit besser umzugehen. Und das heißt im ersten Schritt, es hilft einem halt empathisch damit umzugehen. Ja, also eine der revolutionärsten Dinge, die man heute auf dem Planeten machen kann, das klingt so bescheuert, ist Empathie mit Männern. Das heißt nicht, dass man keine Empathie mit Frauen haben sollte. Nur ist halt Empathie mit Männern nicht sonderlich verbreitet.
und brauche halt auch eher ein bisschen andere Formen als Empathie mit Kindern und Empathie mit Älteren und Empathie mit Kranken und halt auch als Empathie mit Frauen. Also Empathie mit Männern, wenn man da mal angefangen hat zu experimentieren, macht man interessante Erfahrungen, wie, auf welche komischen Weisen man empathisch sein muss, damit man, dass man auch bei Männern ankommt, dass man gerade empathisch ist. Das ist, da gibt es viel zu lernen für uns alle. Ich würde sagen, als Gesellschaft. Ja, und das heißt nichts, nichts, nichts in Richtung, Frauen würden schon genügend Empathie bekommen. Nicht mal ansatzweise. Mit Frauen gehen wir nur auf andere Weise schlecht um, wie wir mit Männern schlecht umgehen. Soll auch kein Vergleich sein, kein irgendwie Schwanzvergleich oder sonstiger Vergleich. Wer leidet mehr? Das ist völlig unproduktiv, damit anzufangen. Man kann aber einfach alle Menschen mal in ihrem So-Sein, ihre Gewordenheit ernst nehmen, sich genauer anschauen und sich fragen, ja, we start from here, was ist denn Sache? Wie kam es zu dieser Sache und wie wollen wir jetzt den nächsten Schritt machen? Diese Fragen kann man stellen und die erscheinen mir sehr produktiv zu sein. Und da gibt es einige Fragen, die man halt bei Männern stellen kann, die man sich als Mann stellen kann, die man sich aber auch in seinem Umgang als Männer, mit Männern stellen kann. Und kurz gesagt, Kurzformel ist, was wir echt mehr brauchen können in unserer Gesellschaft, sind Experimente mit Empathie. Auf der privaten Ebene, auf der persönlichen Ebene, in unserem Alltagsleben. Ja, das ist ja für mich in meiner Begrifflichkeit alles unser Privatleben. Also durch die Bank, was wir in Familien erleben, was wir in unserer Nachbarschaft erleben, was wir in Firmen erleben, ist alles privat. Ist alles Privatleben, weil ich eben den Begriff des Privaten nicht im Unterschied zum Beruflichen sehe, sondern da eher antik denke. Für mich ist der Gegenbegriff zum Privaten das Politische und nicht das Berufliche. Ja, das, für mich ist auch das Berufliche total privat. Wenn ich es unterscheiden will vom das Berufliche vom Sonstigen, sage ich immer das persönliche Leben. Also für mich gibt es das persönliche Leben, das berufliche Leben, beide zusammen sind das Privatleben. Und dann gibt es halt noch das politische Leben. Und es gilt schon für das gesamte Privatleben, dass wir dort viel mehr Empathie brauchen, aber es gilt vor allem auch für unser politisches Leben. Was wir nicht haben in unserer Gesellschaft, weil wir es einfach nicht machen, ist bürgerschaftliche Empathie. Kultivierung von Bürgerfreundschaft. Und das fällt uns tierisch auf die Füße. Dass wir als Gesellschaft nicht miteinander befreundet sind, dass wir als Bürger nicht miteinander befreundet sind, sondern dass wir so einen Wisch haben, nennt sich Personalausweis, nennt sich Staatsbürgerschaft, ist aber nur ein Dokument in irgendeinem Computer. Ist aber kein gelebtes Leben. Wir erleben uns nicht als Gesellschaft wechselseitig empathisch. Warum nicht? Weil Empathie zum Beispiel räumliche Nähe braucht. Weil Empathie Konkurrenzfreiheit braucht. Weil Empathie Begegnung braucht. Weil Empathie Rausnehmen von Machtasymmetrien braucht. Also Augenhöhe, Freie und Gleiche. Die Bürger als Freie und Gleiche ist eine Empathiebedingung. Das ist die Bedingung, unter der wir miteinander als Gesellschaft empathisch sein können. Und was macht das, was ermöglicht das? Naja, das demokratische Losverfahren. Das demokratische Losverfahren, geloste Bürgerversammlungen ermöglichen bürgerschaftliche Empathie und die fehlt. Und das hat Folgen auch für unser Privatleben, sehr weitreichende Folgen. Also wenn man sich anguckt, wie unterirdisch schlecht das Empathieniveau ist, das Beziehungsqualitätsniveau in unseren privaten Beziehungen, dann halte ich es nicht für sehr gewagt zu sagen, dass das, wie wir unsere politischen Institutionen gebaut haben, also wie wir Politik machen in Parteien, Partei 1 gegen Partei 2 und die hassen sich, ja, und verstehen sich nicht. Oder dass wir da einige wenige Menschen in die Politik schicken als arme Berufspolitiker, die völlig rausreißen aus ihrem Privatleben und die sollen dann stellvertretend für uns Politik machen. Und dann schimpfen wir noch die ganze Zeit auf die. Da kann nicht mehr viel Empathie passieren zwischen diesen gewählten Berufspolitikern und den passiven Untertanen bzw. passiven Bürgern. Die verstehen sich wechselseitig gar nicht mehr, können sie auch gar nicht. Also so wie wir halt Politik machen, durchgängige Professionalisierung von Politik, Medialisierung, Virtualisierung von Politik, Organisation von Politik mittels Parteien, sind alles Anti-Empathie-Institutionen. Und wenn man sich also anschaut, in welchem unempathischen Zustand mit unserer Staatsgewalt umgegangen wird, in welchem unempathischen Zustand Gesetze beschlossen werden, in welchem unempathischen Zustand Steuermittel verwaltet werden, wenn man sich anschaut, wie scheiße das Empathieniveau in der Politik ist, dann sollte es einen nicht wundern, dass das Folgen für unser Privatleben hat. Also wie es in unseren Unternehmen aussieht, wie es in unseren Nachbarschaften aussieht, wie es in unseren Familien aussieht, wie es in unseren Freundschaften aussieht. Das hängt halt miteinander zusammen, Sibimpen. Ja, das mögen getrennte Sphären sein, das mögen getrennte Systeme sein, das kann man alles kaufen mit der verdammten Systemtheorie von Niklas Luhmann. Nur leider in uns als Menschen läuft das halt alles zusammen. Ja, in uns, dieses Empathieniveau, das wir da setzen, hat halt Folgen für unser Alltagsleben. Ja.
Und das spielt alles rein in diese Kiste, in diese Emanzipationskiste, ob man es glauben will oder nicht. Und deswegen ist es so produktiv, sich fürs demokratische Losverfahren einzusetzen, für geloste Bürgerversammlungen und ihre flächendeckende Institutionalisierung. Auch wenn es aus einer tief chauvinistischen, komischen Männer-Kriegerkultur kommt, nämlich aus dem antiken Athen. Ja, und dann nur diese kriegsführenden Männer, eingeborene kriegsführende Männer betroffen hat, jenseits der 18, der 20 oder der 30 Jahre. Ja, auch wenn es so eine komische Kultur erfunden hat, können wir dieses Instrument trotzdem nehmen und auf alle ausweiten. Da gibt es keinen technischen Grund, der uns hindert, das zu tun und aus allen Menschen ab einem bestimmten Alter Vollbürger zu machen, die sich in empathischen Prozessen wechselseitig begegnen. Und ich kann nur sagen, wenn wir das tun, wird das ein Emanzipationsbooster sondersgleichen. Nicht nur, dass 51% aller Menschen, die Politik machen, dann Frauen sind, ja, rein phänotypisch. Nicht nur das, sondern es hat noch sehr, sehr, sehr viel, also das alleine ist schon unglaublich, ja, was das für Folgen haben wird. Es führt noch sehr, sehr viel weiter. Ja, das kann man gar nicht in einem kurzen Vortrag alles erläutern, welche Kreise das schon absehbar zieht. Und vieles werde ich ja gar nicht auf dem Schirm haben. Vieles muss man einfach machen und dann erleben. Das kann man sich gar nicht im Kopf ausdenken. Aber allein, wenn man die Dinge nimmt, die man sich heute schon ausdenken kann, die das wahrscheinlich für Folgen hat, das sind mehrere lange Vorträge, die ich darüber aus dem Stand halten könnte, was man sich da, womit man rechnen kann, welche Effekte das hat auf die Emanzipation, wenn wir geloste Bürgerversammlungen, also wenn wir ernsthaft Demokratie miteinander machen. So. Das nur mal so, krude Gedanken, wirre Gedanken zum Thema Männeremanzipation und Emanzipation im Allgemeinen, zum Thema, was können wir Männer tun, damit es Frauen besser geht, damit es uns selber besser geht, dass es unseren kleinen Töchtern besser geht, dass es unseren kleinen Söhnen besser geht. Alles mit Schlagseiten von mir, weil ich halt hier als Mann rede und mich bestimmte Dinge aus meinem So-Sein, aus meiner Gewordenheit halt mehr interessieren als andere. Ich hoffe, das sieht man mir nach. Mir bleibt nur zu sagen, ceterum censeo democratiam esse sortiendam. Lasst uns gottverdammt nochmal dieses gottverdammte Losverfahren endlich einführen. Gehabt euch wohl.